Du hast viel geopfert. Vor langer Zeit begraben ward Thargoroth von Karnen in Schicksalsschatten. Doch dann ward mein Wald zerstört, meine Brut vertrieben. Nun wieder sind Flammen gelöscht, ertränkt in Eis. Und aus dem Verfall blüht Leben. Der Kreis ist ungebrochen. Schön. Da war ein Uruk in Gorgoroth. Dieser Sock. Fänger von Thargoroth, er. Todesamme. Erweckte Thargoroth, erweckte Orklinge. Ein Nekromant. Er ist neu. Arke Magie liegt in der Luft. Durchtrieben er, hinterlistig, erheben sich wie Flutwasser. Abschaum, verderbt. Verderbt von Tod. Sie kommen euch holen. Wir finden ihn und ehren dein Opfer. Das ist ein Versprechen. Bannet die Fäulnis oder macht sie zu Staub. Verdorben ist das Land. Verflucht ist der Schöpfer. Also geht's ja doch noch gut. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab. Eile, der Todesflüsterer ist hier. Was ich sagen wollte, das klingt so ein bisschen merkwürdig, wenn die halt, die Satzstellung nicht so richtig hinkriegt. Er ist ein gepeinigtes Biest. Klinget. All unsere Mühen waren vergebens, wenn Sauron die Toten erweckt. Dieser Sock kann nicht weit sein. Das ist Sorgs Elend. Komm bitte, sag, wir können dann auch Tote wieder erwecken. Wäre so schön. Wir müssen die Nekromanten Totems reinwaschen. Nur so setzen wir dem Ritual ein Ende. Wir müssen diese Plage auslöschen. Nahe und immer näher. Wofür braucht man einen Balrog, wenn man Untote hat? Weil ein Balrog allen Bewohnern. Sorg. Stufe 40 ist er schon. Furchtbar Feuer, das passt mega gut. Gezeigt hätte, dass wir die neue Macht sind. Und Dummkopf. So sehen wir uns wieder. Ich bin Sorg. Und ich habe dich lange beobachtet. Du bist die Inspiration für all das. Womit sollte man einen untoten Menschen besser bezwingen, als mit einer Legion untoter Orks? Stimmt schon. Jedenfalls ganz coole Idee. Möchte ich trotzdem gerne anzünden? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das richtig gut vorgestellt. Wir werden jetzt mal richtig hier einen reinsammeln. Komm, einmal das. Dann kriegst du noch davon einen. Sprungblockade, na gut. Dann machen wir halt Folgendes. Dann kriegst du halt nochmal davon ein bisschen was ab. Hm? Das gefällt dir doch. So, wir heilen uns dadurch. Solange wir das Nekromantentotem nicht seiner Macht berauben, werden sie wieder auferstehen. Das ist ja kein Problem. Wir können auch ihn einfach killen, oder? Wir könnten natürlich auch einfach mal Folgendes machen, wenn wir jetzt gerade mal hier sind.
So, Rosa, du hast jetzt Spaß. Ich reinige mal das Tote. Vielen Dank. Ich möchte gerne brennen. Und du kriegst jetzt noch ein paar davon rein. Du, 40, ist doch gelacht, wenn wir den nicht hinkriegen. Ich meine, wir spielen jetzt wieder auf normal. Ups, ich wollte gar nicht dich anzünden. Du bekämpfst nicht uns, Waldläufer. Du bekämpfst die Zukunft. Die Toten beanspruchen Mordor für sich. Und nicht einmal du kannst uns aufhalten. Es kommt noch viel auf dich zu. Ja, das ist ja okay. Ich will dich ja nicht aufhalten. Ich will dich auf meine Seite ziehen, Zock. Zock. Du bist so mein Best Buddy für immer. Seine Akolyten vielleicht noch mehr. Wir müssen sie aufspüren, wo auch immer sie sind. Ah, ist das schön, wieder hier zu sein. Akolyten aufspüren, wo auch immer sie sind. Heißt das, man hat jetzt hier noch eine Mission? Nee. Das darf ich also alles nochmal ab... Nee, egal. Wir machen eine Schnellreise. Weil wir wollen die Verteidigung noch machen. Also was soll ich sagen? Man hätte sich das durchaus ein bisschen besser oder geschickter machen können. Weil so hat man einfach nur unzählige Ladebildschirme. Warum? Warum macht man das? Das ist natürlich cool, wieder an die anderen Orte zurückzukommen. Aber dann soll man halt eine wirkliche Open World machen, ohne diese Schnellreisepunkte. Ja, es ist zwar nervig auf Dauer, aber... Waldläufer, es gibt Ärger! Mal ganz was Neues. Stör den Herrn nicht mit deinem Unsinn, du kleine Memme. Memme? Wirklich, Bruce? Das schmerzt. Das schmerzt nach viel mehr. Was für Ärger? Naja, meine Rippen tun weh. Aber was ich dir sagen wollte, die Festung wird angegriffen. Der dunkle Herrscher weiß, dass du hier bist und die Tür zu meinem Fluchttunnel klemmt. Ein Test für unsere Verteidigung. Und unsere Verteidiger. Bruce, mach dich zur Abwehr bereit. Oh, das klingt nach einem Job für Oberherrn so und so. Schließlich war ich ja nicht gut genug für diesen Posten. Du wirst tun, was man dir sagt. Komm schon, heller Kerl. Ich mach doch nur Spaß. Du weißt doch, wie gern ich Köpfe abreiße. Ich werde die Festung schützen, als wäre es meine eigene. Und ich werde auch mithelfen. Ich sehe mal nach den Vorräten in der Kammer. Nicht, dass sie vergiftet wurden. Redback. So ein Depp. Das wird jetzt spaßig. Nur einer und auch nur 28. Ach komm schon. Ach komm schon. Das ist viel zu einfach. Ich kann ihn sogar killen, ohne dass der hier überhaupt einen Fuß reinsetzt. Vor allem besiege alle angreifenden Häuptlinge. Hä, willst du mich verarschen? Ich gucke jetzt einfach, was der... Doch nicht du. Nicht laufen! Ja, das habe ich schon begriffen, dass der Erzund durch Feuer ist. So, jetzt aber. Furchtbar Spinnen, furchtbar Ghoulen. Ja, leider können wir gerade keine Spinnen rufen. Erzund durch seinen Rivalen. Ein Schmerzfreund. Flammende Waffe. Ist nur beschusssicher. Schade, ich wollte gerade Erzund drauf. Oh, es ist schön, man brennt. Dieses Ding ist einfach so OP. Ich muss auf jeden Fall wieder auf Erzfeind stellen, weil das einfach so einfach jetzt ist, indem man halt ständig heilt, wenn man brennt. Aber genau das wollte ich ja auch. Das ist echt. Aua. Aua. Sag nicht, ich werde hier noch irgendwie getroffen. Na gut, gehen wir halt mal wieder rein, ne? Au. Von wo kam das denn her?
Hat er eigentlich... Hat er irgendwo Belagerungsbestien? Ne, das sind meine, ne? Ich glaube, ich wurde von meiner eigenen getroffen, weil ich da irgendwie dagegen gesprungen bin. Könnt ihr den jetzt einfach mal... killen? Oh, er ist eingeschlafen. Ah! Es gibt Wellen. Okay. Das macht die Sache schon mal deutlich interessanter. Gut, ist ja ganz schön eigentlich. Dann kann ich mal zu dem gehen. Der ist hier gerade am nächsten an der Festung dran. Da habe ich so ein bisschen Angst jetzt. Guck mal an. Ist er sogar schon drin? Was ist denn los mit dir? Wo kommst denn du her? Ich will aber diese kleinen Viecher jetzt auch nicht wirklich von der Seite ziehen. Das ist mir ein bisschen zu billo. Warum besiege alle angreifenden Häuptlinge? Einer ist von uns? Hä? Warum ist ein 25er von uns? Muss ich das verstehen? Ich meine, ich habe den ja jetzt nicht irgendwo... Mut zu. Anfällig für Schleichen, Furcht vom Festnageln, Furcht vor Gift, Furcht vor Flüchen. Zeit! Sieh dich doch an! Du bist nichts als Bleichhautschrack! Du überlebst niemals in Mordor! Guck dich mal an, du siehst aus wie so eine richtig fette, eklige... Blah. Keine Ahnung, Güllehaut, was weiß ich, Pickelpresse. Boah, ist das ekelhaft. Noch eine Welle! Juhu! Wenn diese Orks den Wehrturm erreichen, dann werden sie dort sterben! Klaro! Das innere Tor? Komm, wir machen jetzt mal so. Dann kannst du mal ein bisschen brennen. Kennst du nicht, dass du diesen Krieg nicht gewinnen kannst? Warum kannst du nicht aufgeben, wenn du doch ein Held hast, statt immer weiter zu kämpfen wie ein Idiot? Gott. Den mag ich eigentlich. So, den haben wir schon mal. Müssen wir mal gucken, was die da oben machen. Ich meine, die werden ja mit dem da hoffentlich fertig. Anfänglich für Hinrichtung auch noch. Sehr gut. Geh mal aus dem Weg hier, ich will mir jetzt ein bisschen metzeln. Das dauert mir alles viel zu lang. Die anderen verstehen es nicht. Ihr Geschrei bedeutet nichts, wenn sie nicht handeln. Ich dagegen spreche leise. Mache meine Drohungen aber stets wahr. Ich will das so gerne abbrechen können. Das wäre so viel schöner. Seht euch all das Blut an. So, und den letzten. Ich weiß nicht, ob der allerletzte ist, aber... Hä, von wem wollte ich denn jetzt... Sind die schon oben auf dem Dach oder was? Nee, das sind unsere. Gibt's hier Leute vom Feind?
der immer noch draußen vor der Mauer steht. Ich meine, wir können ja in der Zwischenzeit mal hier, wenn wir das nicht nachher einsammeln müssen und irgendwie vergessen, nehme ich das noch schnell mit. So. Und wie sieht es mit dem aus? Anfällig für Schleichen und Bestienfutter. Erzündlich rumgeschleichen und anfällig für Schleichen. Ja, das passt natürlich wieder super. Erstmal nehmen wir ein paar Leute noch von dir mit. Dann hast du hier draußen auch noch ein paar Probleme. Das wird super. Super wird das. Das Feuer dieser Waffe ist nichts im Vergleich zur dunklen Flamme. Doch es reicht aus, dir die Seele zu versengen. Im Hintergrund erst einmal so ein bisschen duschen und so. Nee, du darfst da. Beschusssicher ist er nicht, ne? Nö, eindeutig nicht. Komm, gib mir noch einen Schuss im Rücken. Na, immer noch nicht. Oh, ist das schön zu brennen. Das ist so ein gutes Gefühl. So ein gutes Gefühl. So, jetzt haben wir den Wertturm erreicht. Okay. Oh, ja. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen Feuer. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie möglichst schnell dorthin kommen. Weil gleich müsste auch meine Platte verlaufen. Möchtest du vielleicht noch... Achso, wir sind sowieso voll. Warum auch immer. Die Jungs haben Spaß. Also auf jeden Fall... Eigentlich ganz gut unsere Verteidigung. So, ohne weiteres konnte eigentlich keiner durch. Das sollten die letzten gewesen sein. Es wird sicher einen weiteren Angriff geben. Ich hoffe es. Das war ein Riesenspaß. Du hast gut gekämpft. Ich hab dir doch gesagt, ich schütze diese Festung, als sei es meine eigene. Was sie jetzt auch ist. Ja.